zusammen. Schön, dass wir so eine tolle Technik haben, dass wir uns heute sehen können, obwohl wir uns halt leider nicht sehen können. Ihr wisst, dass wir unseren Kinderbibelnachmittag eigentlich so geplant hatten, dass wir uns drüben im Gemeindehaus der Ordenskirche treffen und da zusammen einfach einen richtig guten Tag haben. Wir wollten miteinander basteln, Spiele spielen und Musik machen und eine tolle Geschichte miteinander erleben. Ist jetzt eben so nicht möglich. Und dann haben wir uns halt einfach überlegt, dann machen wir es halt anders. Ist ja kein Problem. Und darum haben wir uns, also es ist heute Samstag, haben wir uns am Samstag mit ganz vielen lieben Leuten hier in unserer tollen Ordenskirche getroffen und haben für euch ein, ich finde, wunderschönes Video gebastelt. Ihr könnt die Lieder, die wir für euch aufgenommen haben, mitsingen und die Bewegungen mit dazu machen. Wir haben eine Geschichte aufgenommen, die gefällt euch bestimmt gut. Vielleicht wollt ihr da auch die Bewegungen mitmachen. Und wir haben natürlich Tüten für euch vorbereitet. Und ich hoffe, die haben den Weg auch zu euch gefunden, die Kindergottesdiensttüten, in denen ihr das Bastelmaterial findet für all die Sachen zum Thema Fisch und Brot, die wir uns so überlegt haben für euch. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß und bis bald. Aber wer weiß, wann sie zurückkommen. Ein wenig Brotzeit ist sicher nicht dumm. Lukas, komm! Luca, komm jetzt! Rasch nimmt Luca 3 getrocknete Datteln und steckt sie in ihre Tasche. Proviant für alle Fälle. Es ist nicht viel, aber man kann ja nie wissen. Luca rennt Mama hinterher, die mit ihrer kleinen Schwester auf dem Rücken schon ein ganzes Stück vorgelaufen ist. Außer Puste kommt sie bei den beiden an. Die Sonne ist schon heiß am Himmel und Luca läuft der Schweiß über das Gesicht. Mama, ich hab Durst. Du bekommst was zu trinken, wenn wir dort sind. Komm. Luca weiß, wenn die Mutter in diesem Ton spricht, hat sie keine Chance. Also trottet sie hinterher. Ab und zu lässt sie mit den Füßen den Staub hochwirbeln
Dann pflückt sie ein langes Gras und kitzelt damit ihre Schwester im Gesicht. Da rutscht das Gras ins Auge. Das wollte Luca doch gar nicht. Die Kleine heult lautstark los und Luca bekommt wieder Schimpfe. Luca, lass das! Murmelt Luca und rennt ein Stück voraus den Berg hinauf. Inzwischen kommen auch andere Familien gelaufen. Es werden immer mehr. Sie kommen von überall her. In Luca wächst die Spannung. Wer mag das sein, dieser Jesus? Sie greift in die Hosentasche und schiebt sich eine süße Dattel in den Mund. Das nimmt den Durst auch ein wenig weg. Jetzt ist Luca oben angekommen und schaut den Hang hinunter. Eine kleine Truppe von Männern und Frauen stehen auf dem nächsten Hügel. Um sie herum sitzen richtig viele Leute. Luca staunt. So viele Leute hat sie noch nie auf einem Haufen gesehen. Wie viele mögen das sein? 1000? 2000? 3000? 5000? Luca rennt zurück zu Mama und packt ihre Hand. Mama, komm jetzt, sonst bekommen wir keinen Platz mehr. Ja, Luca, aber ich kann nicht so schnell laufen. Schau mal, ich habe die Kleine, ich habe unsere Decken und die Wasserflasche. Ich schaffe das nicht so schnell. Luca nimmt ihr kurz entschlossen das Wasser aus der Hand und trinkt es selbst. Aber pass auf, dass du kein Wasser verschüttest, Luca. Sonst müssen wir zurück. Bei der Hitze können wir nicht ohne Wasser bleiben. Jetzt sind sie da. Sie laufen ein Stück durch die Leute, denn Luca will diesen Jesus auch sehen können. Als sie nah genug sind, suchen sie sich einen Platz auf der Wiese. Luca stellt den Krug vorsichtig vor sich hin und breitet eine Decke aus. Mama lässt die kleine Schwester herunter auf die Decke. Neugierig schaut Luca zu dem Mann, der oben auf dem Berg laut zu der Menge spricht. Das muss Jesus sein. Die Leute sind leise. Sie alle wollen ihn hören. Aber viele Sachen sind zu schwierig für Luca. Und nur reden ist ihr sowieso langweilig. Luca fängt an, mit den Steinen auf der Wiese zu spielen. Da krabbelt ihre kleine Schwester mitten hinein. Geh weg! Unwillig schubst Luca sie beiseite. Weh! Schon wieder heult sie lautstark los. Luca rollt mit den Augen. Da hört sie, wie die Leute psst machen. Erschrocken schaut sie sich um. Sei doch still, flüstert sie ihrer Schwester zu. Aber die heult weiter. Schweren Herzens greift Luca in ihre Tasche und opfert eine weitere Dattel, damit sie still ist. Es funktioniert. Sie nuckelt dran herum. Jetzt hat sie nur noch einen. Luca versucht, wieder Jesus zuzuhören. Jesus spricht von der Liebe. Davon, dass man seinen Feind nicht einfach verprügeln soll, sondern ihn vergeben. Luca muss an Samson denken, der ihr, wo er nur kann, ein Bein stellt. Luca würde was darum geben, wenn sie ihn verbügeln könnte. Aber Samson ist dummerweise viel stärker als sie. Und Jesus meint, sie soll ihm vergeben? Wie soll denn das gehen? Stunden vergehen. Luca wird ganz zappelig. Sie setzt sich anders hin. Sie trinkt einen Schluck. Sie zappelt mit den Beinen.
Es ist schon Nachmittag und ihr Magen knurrt so laut, dass sie ihre letzte Dattel aus der Tasche zieht. Sie schaut ihre kleine Schwester an, die ziemlich erschöpft auf Mamas Schoß schläft. Wenn sie schläft, muss ich nichts abgeben, denkt Luca schlau und schiebt sie sich schnell in den Mund. Dann steht sie auf. Sie läuft ein Stück zwischen den Leuten durch. Sie geht wieder zurück. Sie setzt sich hin. Sie legt sich ein bisschen. Sie setzt sich wieder. Die Zeit wird lang. Ihr Magen knurrt bedenklich. Zu dumm, dass ihre Datteln alle sind. Mama, wann gehen wir endlich heim? Aber Mama hört wie verzaubert zu. Sie nimmt sie gar nicht wahr. Hat sie denn gar keinen Hunger? Die Sonne wandert schon an den Horizont. Bald wird es dunkel. Luca kann gar nicht mehr still sitzen. Da sieht sie, dass auch die Männer und Frauen um Jesus unruhig werden. Sie deuten auf die Sonne und reden leise miteinander. Luca steht auf und schleicht sich durch die anderen Leute näher. Sie beobachtet, wie die Jünger zu Jesus gehen und hört sie sagen: Schau mal, die Sonne ist schon fast untergegangen und die Menschen haben Hunger. Können wir sie nicht in die umliegenden Bauernhöfe schicken, dass sie sich was zu essen besorgen? Luca fällt ein Stein vom Herzen. Sehr gute Idee, denkt sie und treibt sich schon den Magen. Gottes Wort ist echt spannend, aber satt wird man eben doch nicht davon. Dann gebt ihnen zu essen. Wie jetzt, denkt Luca und schaut sich um. Haben sie ein Küchenzelt irgendwo? Aber Luca kann nicht sehen, womit man 5000 Leute satt bekommen könnte. Dieser Mann Gottes ist schon irgendwie anders, denkt Luca. Wie sagt Mama immer? Er hat den Kopf in den Wolken. Die Jünger scheinen genauso zu denken. Luca sieht, wie sie hilflos die Arme ausbreiten. Und unwillkürlich wiederholt Luca diese Bewegung. Einer der Jünger fragt: Sollen wir all unser Geld jetzt ausgeben, um diese 5000 Leute satt zu bekommen? Wie viele Brote habt ihr? Geht hin und holt sie. Lukas springt vor. Darf ich helfen? Fragt sie und die Jünger nicken. Luca rennt von einer Familie zur anderen und ruft jedes Mal: Jesus sammelt Essen für jeden, wenn ihr etwas habt, legt es in den Korb. Aber die meisten schütteln nur den Kopf und halten die Handflächen nach oben. Sie haben auch nichts mitgenommen, so wie Luca. Fast tut es Luca jetzt leid, dass sie ihre letzte Dattel selbst gegessen hat. Als sie mit den Männern und Frauen zurückkommt, legen sie alles, was sie gesammelt haben, auf eine Decke. Es sind 5 ganze Brote und 2 Fische. Da hört sie Jesus rufen: Setzt euch in Gruppen zusammen. Luca beobachtet, wie die Leute aufstehen und sich zueinander setzen. Sie lachen und begrüßen sich. Dann werden sie still. Jesus nimmt eines der Brote und hebt es in den Himmel. Er spricht ein Dankgebet. Herr, wir danken dir für das Brot. Die Leute antworten: Amen. Auch Luca sagt: Amen. Aber sie weiß nicht recht, wofür sie sich eigentlich bedanken soll. Für 5 Brote und 2 Fische bei 5000 Leuten. Jesus verteilt die Brote in Körbe und gibt sie in die Gruppen. Die Leute nehmen sich ein kleines Stück.
Den Rest geben sie weiter. Luca guckt enttäuscht zu. Das wird höchstens für eine Gruppe reichen, denkt sie und rechnet sich schon aus, ob es bis zu ihrer Mama noch was geben wird. Vielleicht sollte sie sich in die ersten Gruppen rasch hineinmogeln, damit sie was abbekommt. Doch da merkt sie etwas Seltsames. Obwohl sich alle was abgerissen und gegessen haben, bleibt genug übrig, um es in die Nachbargruppe zu geben. Luca staunt. Das Brot bleibt immer gleich viel, obwohl so viele davon essen. Luca rast zu der Gruppe, in der Mama mit ihrer Schwester sitzt. Sie sieht, dass inzwischen schon ein Korb Brot in der Gruppe angekommen ist. Luca nimmt sich ein Stück und gibt es weiter. Erleichtert schiebt sie sich das Stück in den Mund. Nicht viel, aber immerhin, denkt sie, soll ja für alle reichen. Die Gruppe gibt den Korb weiter an die Nächsten. Da reicht jemand eine Platte mit Fisch herum. Auch beim Fisch ist noch reichlich Nahrung. Gern greift Luca zu. Immer wieder reicht jemand einen Korb mit Fisch oder Brot in die Runde. Jeder greift zu und danach wird der Korb in die nächste Gruppe weitergereicht. Luca isst und isst, solange bis sie den Korb an sich vorbeilaufen lässt. Sie kann nicht mehr. Pappsatt. Luca legt sich die Hand auf den Bauch. Er fühlt sich kugelrund an. Luca stammt. Wie hat dieser Mann das gemacht? Mama flüstert ihm zu. Das ist ein Heiliger. Gott will, dass wir alle satt werden. Von seinem Wort und von seinem Brot. Die ersten Leute verabschieden sich. Bedanken sich bei Jesus und gehen allmählich wieder heim. Auch Mama nimmt die Schwester wieder auf den Rücken und geht mit Luca zu Jesus. Sie sind ein wunderbarer Mensch. Gott segne Sie. Luca streckt ihm die Hand hin. Sie würde gern sagen, wie unglaublich sie das findet, was da gerade geschehen ist. Aber sie bekommt kein Wort heraus. Jesus drückt ihr die kleine Hand und nickt. Luca hat das Gefühl, dass Jesus eh weiß, was Luca gerade empfindet. Und das
macht sie sehr froh. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's jetzt von uns. Wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Basteln. Ich hoffe, ich sehe viele von euch am ersten Advent zum Familiengottesdienst in der Ordenskirche. Und bevor ihr jetzt ausschaltet und zum Basteln übergeht, haben wir noch ein Segenslied für euch. Und gib uns alle.